Also, hast du Wünsche, Träume? Ich würde gern mehr im Werbebereich machen. Ja. Für seriöse, sage ich mal, Auftraggeber. Was heißt denn im Werbebereich sowas, was Verona Feldbusch damals in 19 hatte oder was? Ja, oder? Genau, ja? Genau. Bisher hat sich ja Mainz immer auf den Kinobereich, ne, beschränkt. Ja. Aber das ist doch kein Geschäftsfeld, womit man noch die nächsten 30 Jahre leben kann. Also, sag mal, hast du Existenzängste? Nein, nein, nicht. Weil du bekommst Unterhalt von den Vätern ein bisschen was? Nee, der Väter ja nicht. Mein Sohn ist 19, mit 19 gibt es keinen Unterhalt mehr. Mit 18 Schluss. Aber Unterhalt, womit? Das ist ja so minimal gehalten in Deutschland. Aber sag doch mal meinen Zuschauern, weil ich glaube, die können sich gar nicht. Womit verdienst du dein Geld? Womit bezahlst du deine Miete? Mit Anwesenheit. Mit Anwesenheit? Ich war noch nie auf der Wiese. Ja, sei froh. Warst du schon mal da auf der Wiese? Ja, ja? Ich war schon mal auf den Wiesen in München damals in Verbindung mit einem Dreh für ProSieben. Weiß ich noch heute. Wie für TAF oder was? Für TAF damals noch, genau. Das Rotzmagazin von genau, ProSieben. Genau, seit 100 Jahren mache ich das nicht ich mehr, auch nicht. Weil ich zu alt für die bin. Und aber zu intelligent. Ja, zu vielen intelligent. Dank, dass du es gerade gesagt genau. hast. Weil wenn du heutzutage TAF guckst, sehe ich nur noch irgendwie Reste saufen am Ballermann und wie testen wir die 3 € Lippenstifte von der Drogerie. Und YouTube-Videos. Ja. Die lustigsten Bärchen-Videos. Also ganz furchtbar. Ja. Fakt ist, ich bin ein Gegner vom Oktoberfest. Ich mag keine Dirndl, ich mag Männer in Lederhosen nicht, ich mag dieses Gesaufen nicht. Die fressen, die saufen, die kotzen, die vögeln, die pissen sich da ein. Die machen da alles. Und das finde ich furchtbar. Ich finde es ganz furchtbar. Ich finde, das gehört eigentlich verboten in Deutschland. Gut, dann werden wir jetzt eine Petition starten zum ja. Verbot die des Oktoberfestes. Die sollen das Geld lieber für was Vernünftiges, für Tiere in Not, keine Ahnung, Menschen in Not. Aber ich glaube, dieses Jahr kostet da so ein Maß Bier 11 €, habe ich gelesen. Oh, 11 €. Oh, oh. Kaderlot. Genau. Was ist mit der eigentlich los? Keine Ahnung, wir haben nur noch Kontakt über einen Anwaltsschutz gehabt. Warum das denn jetzt schon wieder? Ja, weil ich irgendwann mal geschrieben habe, dass sie in meinen Augen gesehen geistig minder bemittelt ist, weil sie ständig ihre verhungerten Bilder bei Facebook gepostet hat. Und dann hat sie mir einen Anwalt geschickt und ich habe meinen einfach mal zurückgeschickt. Du hast in meinem Interview hast du gesagt, Kaderlot, nee, Tatjana Gesell ist ein Opfer, hast du damals gesagt. Damals, mittlerweile. Seid ihr wieder gut? Ja, ich mag Tatjana. Was macht die denn gerade, wo wohnt die denn? Ich habe gerade heute erfahren, sie lebt jetzt in Baden-Baden. Ach. Mit ihrem Freund. Oh ja, okay. Von Frankfurt nach Baden-Baden. Aber man sieht die gar nicht mehr, also nee. In Medien. Also sie macht gar nicht mehr so, was sie auch immer gemacht hat, so genau. Reality-TV und so. Man macht die gar nicht mehr. Und Kaderlot, ich habe die das letzte Mal gesehen auf Exklusiv und da hat sie über ihre Essstörung gesprochen. Genau. Ja? Das muss so ungefähr 2-3 Jahre her sein. Nö. Ich würde sagen, es ist 1,5 Jahre vielleicht. Ah, okay. Ja? Und, ja, und jetzt macht die auch nichts mehr, ne? Wir haben uns blockiert bei Facebook, kann ich okay, nichts sagen. Gut. Also wir haben uns richtig blockiert. Nicht nur gesperrt oder rausgeschmissen, blockiert. Ich will mit dir auch nichts mehr zu tun. Also da ist bei mir auch Schluss. Wo habt ihr euch damals kennengelernt? Richtig echt kennengelernt in einer Drogerie. Bei Rossmann hat sie mich angequatscht. Warum? Ist das zu groß? Sehr groß. Echt? Naja, also, was heißt zu groß? Zu groß ist falsch. Aber ich kann es jetzt lesen ohne Lesebrille. Das ist wichtig. Wenn ich sie wieder mal vergessen habe, so wie ihr jetzt, dann muss ich meine Nachrichten lesen können. Wenn ich es normal habe, ich kann auch in einer Drogerie, wenn ich jetzt mal eine Cremetube habe oder ein Haarshampoo umdrehe, ich kann nicht mehr lesen, was ich damit machen soll. Ja, dann trag doch eine Brille. Darf ich mal deine Sonnenbrille aufsetzen? Ja, die liegt aber oben. Doch, die ist von Michael Kors. War die teuer, die Sonnenbrille? Nee. Nee? Michael Kors ist nicht teuer. Michael Kors ist nicht teuer. 170, na ja gut. So, ich setze sie jetzt mal auf von der Jamila. Oh. Ach, kann ich tragen, oder? Ja. 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 Was willst du denn? Ist auch schön. Auch schön, ja. Ja. Gut, dann machen wir jetzt so. Oder soll... Nee, wir machen ein Selfie, selber? Schatz. Wir machen ein Selfie. Guck mal. Oh. Oh. Wollen wir hier schon mal... Ja. Hier, du. Cool. So, und dann machen wir nochmal weiter. Warte, das poste ich jetzt schon mal. Ich möchte noch ein paar Ohren haben.
Jada kommt zu Clara. Willst du das posten noch? Ja, ja. Ja, ich poste das nochmal kurz. Jada. So. Das ist der Snapcode von Jamila. Folgt ihr bitte auf Snapchat. Und wie heiße ich da? Erzählen wollen. Na, erzählen, ja. Na ja. Frag mich doch mal was. So ein paar richtig knackige Fragen. So aggressiv knackig. Aggressiv knackig. Also ich finde, du hast mir immer noch nicht beantwortet, wovon du lebst. Ach so. Was deine Miete bezahlt. Wie viel Geld du im Monat zur Verfügung hast und woher das Geld kommt, das hast du mir noch nicht erzählt. Nee, das werde ich auch nicht erzählen. Weil? Mir fehlen gerade die Worte. Ja. Ich verdiene jeden Monat unterschiedlich und das tun wir alle. Vielleicht habe ich einen ominösen Sponsor. Ach so? Ja? Keine Ahnung. Wenn du einen hättest, was wir jetzt ja nicht bestätigen, woher bekommt man so einen ominösen Sponsor, wenn man einen hätte? Woher kann ich auch so einen haben? Kann jeder. Man muss nur schlau sein. Jada, du langweilst dich langsam, ne, Schatz? Mit ja? Mamas Handy machen ein paar Fotos von uns. Gut, damit schließen wir jetzt aber dieses Interview. Genau. Das reicht jetzt auch. Ja. Ja? Jamila trinkt ihren Cappuccino noch aus. Ich rauche noch auf. Und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Folgt mir auf Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr, Google Plus. Und kann Facebook und auf Snapchat. Und bis bald, ihr süßen Mäuse. Bye!